Ich hoffe, deine Kerze brennt und es geht dir wirklich gut. Heute tauchen wir ein in die dritte Rauhnacht, in den März 2024. Das Thema des Märzes ist die Entfaltung. Es ist die dritte Rauhnacht, sodass wir jetzt schon ein schönes Gefühl von dem Wunder und der Magie, die uns diese Rauhnächte schenken können, in uns spüren. Was auch wichtig ist, lasse Wunder in deinem Leben zu. Das bedeutet, du öffnest dein Herz und du machst es möglich, dass du frei von Erwartungen bist, dass du nichts planst, dass du frei von allem dich in dein Leben hineinbegibst und nur das Beste erwartest. Etwas wie Wunder oder ein Wunder ist etwas, was man nicht macht, sondern ist etwas, was geschieht und zwar in jedem Augenblick. Die Welt, von der du und ich träumen, die liegt in der Reinheit und Freiheit des Herzens. Du brichst auf, entfaltest dich und blickst einem neuen, lichtvollen Dasein entgegen. Deine Sehnsucht hat dich geführt, geleitet. Und die Liebe, nach der du dich sehnst, ist bereits in dir, war schon immer da. Wo warst du? Schließe deine Augen und atme über deine Krone in dein Herz und von deinem Herzen in deine Wurzeln hinein, ins Herz von Mutter Erde. Stell dir vor, du liegst dort im Kokon und spürst die Kraft der Entfaltung in jeder Zelle. Es geschieht für dich, nicht durch dich. Du folgst dem Ruf deiner Bestimmung und brichst auf, um zu sein. Die Kraft der Neugeburt des neuen Daseins, von der Raupe zum Schmetterling. Erlaube deinen alten Identitäten, sich abzustreifen und zu erlösen, um dich neu auszurichten. Dieser Durchbruch ist ein Tor in dein neues, lebendiges Leben, erfüllt mit Heilfrequenzen und lichtvollen Botschaften, welche nur darauf warten, von dir geborgen und erfahren zu werden. Du stirbst nicht, du wirst. Frag dich, was habe ich geträumt, was habe ich erlebt heute, wie fühlt sich die Welt da draußen an, wie fühlt sich die Welt da in mir an, welche Orakel oder Zeichen konnte ich heute erkennen. Es ist wichtig, sich an diesem Tag oder in dieser Nacht oder auch im gesamten März sehr, sehr gerne der Herzensenergie zu widmen. Auch nochmal da reinzufühlen, wer war für mich da, wenn es mir nicht gut ging. Wer hat mich durch die guten und schweren Zeiten meines Lebens begleitet? Man kann immer ganz zurückblicken. Wer hat mir in diesem Jahr Hilfestellung gegeben, gute Anregungen, Liebe, Freude und Glück gebracht? Wem habe ich die Hand gereicht, meine Liebe und meine Freundschaft geschenkt? Wer oder was hat mich Energie gekostet? Was ist in der Balance und was nicht? Und welche Freundschaftsbande möchte ich stärken? Welche möchte ich lockern, weil sie vielleicht ja nicht mehr dem entsprechen, wo ich meinen Weg hinlenke. Es ist wichtig, das Herz immer wieder und wieder zu öffnen. Ich habe heute Morgen ein wunderschönes Lied, also eine ganz besondere Version von Ho'oponopono gehört, die mich so tief berührt hat und die habe ich dann so den ganzen Morgen durch den Raum getanzt. Ja. Weißt du? Die Liebe beginnt mit der Liebe für unser wahres Wesen. Wenn wir nicht gut über uns denken, zieht uns unser wahres Wesen zurück und es verursacht Schmerz. Es ist so, als wenn es sich schützen will. Wenn wir aber das Licht in uns erkennen, so beginnt es aus unserem Herzen heraus zu strahlen und auch zu leuchten. Wir können eine neue Vision von Liebe erschaffen. Eine neue Version des Miteinanders und der Wunder, die wir im Leben erfahren können, die wir aber auch für dieses Leben sind. Du und ich, wir sind ein Wunder. Also wenn du und ich, wenn wir die Liebe zulassen, dann werden wir wieder Teil dieser großen, ganzen Gemeinschaft sein. Nun tauchen wir weiter in den März ein. Ich habe eine Karte gezogen von James von Prag, Lektionen deiner Seele. Und diese Karte ist der Tod.
Der Tod ist natürlich in unserer Kultur ein ganz, ganz besonderes Thema. Wir haben verlernt, wirklich wahrhaftig zu sterben. Und eigentlich tun wir das ja an jedem Tag und in jeder Nacht. Man nennt den Schlaf auch den kleinen Tod. Aber jeden Tag sterben in uns ganz viele Zellen ab. Andere erneuern sich wiederum. Jeden Tag lassen wir irgendwas los, und wenn es nur der Tag ist oder die Arbeit mal ruhen zu lassen. All das, wenn wir das verstehen, dass der Tod auch unser Freund ist, der uns die Möglichkeit erschafft, auch neue Erfahrungen zu machen und uns von etwas zu befreien, ja, was uns nicht mehr länger dient. Und ja, der Tod ist auf eine gewisse Weise eine Illusion. Der Körper, ja, den brauchen wir, um uns auf dieser Erde bewegen zu können. Aber auch der wird und muss irgendwann versagen, denn er ist nicht endlich. Oder unendlich, so, er ist nicht unendlich. Ja, und das können wir auch mal akzeptieren als die Tatsache des Lebens. Ich glaube, dass wenn wir uns mit Gevatter Tod verbinden, das habe ich schon öfter in meinem Leben tun dürfen, für mich selber, aber auch in Bezug mit dem, was mir begegnet ist, dann merken wir, dass dieser Freund uns immer zur Seite steht und dass er uns helfen kann, wirklich und wahrhaftig zu leben. Er macht uns bewusst, wie kostbar dieses Leben ist und wie kostbar die Momente sind, die wir erfahren dürfen. Das Verrückte ist, dass der Mensch sich immer wieder sorgt und ängstigt und so weit denkt nach vorne und nach hinten, dass er vergisst, in diesem einen kostbaren Moment, wo er einfach nur ist und sein kann, vergisst zu leben. Also lasst uns den Tod ein guter Lehrer sein, der uns immer wieder aufruft, den Moment und das Wunder des Lebens davon zu kosten. Genau. Und wenn wir unseren Körper verlassen, dann kehren wir in unsere ursprüngliche Heimat zurück. Es steht heute außer Frage, auch für viele, viele Menschen, sogar für Wissenschaftler, dass mit dem physischen Tod des Körpers das Leben nicht zu Ende ist. Sondern wir verlassen diese Hülle, um uns auf den Weg zu machen, zurück in die Quelle, um dort zu überlegen oder beziehungsweise dort zu wählen. Ja, wo möchte ich denn hin? Als erstes ist aber so, wenn ein Mensch auf die andere Seite geht, dann läuft sein Leben nochmal so an ihm vorüber. Und die Möglichkeit, da mit dem Adlerblick drauf zu schauen, ist natürlich eine andere, als wenn man in diesem Bewusstsein und auch der Identifikation des Lebens oder der Rolle, die man angenommen hat, gefangen ist. Dort haben wir einen großen Blick und wir sehen unsere Lieben, wir sehen auch jene, die uns vielleicht einen kleinen Streich gespielt haben in diesem Leben, vielleicht etwas zugefügt haben, ja, was wir nicht verstanden haben und was uns traurig, böse oder angstvoll gemacht hat. Letzten Endes ist das auch eine Verabredung. Wir haben uns verabredet, diese Erfahrung gemeinsam zu machen. Wenn wir das so betrachten, dann werden wir eine ganz neue Verbindung zum Tod und zum Leben oder auch zu unserer Laufbahn haben, auch zu unserer beruflichen Laufbahn haben. Denn auch da sind wir immer wieder Zyklen unterworfen. Ich glaube nicht, dass wir dafür gemacht sind, dass wir ständig, ja, von morgen, also vom Morgen des Lebens bis zum Abend des Lebens ein und dasselbe machen, sondern dass wir auch da aufgefordert sind, uns immer weiterzuentwickeln und Dinge, die wir vielleicht eine ganze Zeit lang gemacht haben, sterben zu lassen. Wir lernen, wir öffnen unseren Horizont, wir erweitern unseren Geist, indem wir uns der Entwicklung des So-Seins hingeben. Denn es ist wahrhaft an der Zeit, sich bei den anderen Seelen in unserem Leben auch einmal zu bedanken, die uns begleitet haben, die uns gelehrt haben, die uns gefordert und gefördert haben. Das ist die Energie, die über dem Monat März wohnt. Und wahrscheinlich werden wir auf eine gewisse Art und Weise auch damit konfrontiert werden. Ob das jetzt tatsächlich der physische Tod ist oder ob das der Tod von dem System der Wirtschaft oder politischen Dingen, aber auch vielleicht Regeln ist.
Ja, wenn manche Regeln sterben, ist es vielleicht ganz gut, damit bessere Regeln Platz finden, und zwar die, die uns allen dienen und nicht nur ein paar wenigen oder einem Einzelnen. Das Leben ist nicht so gerecht. Vielleicht darf auch mal das Schulsystem sterben. Das wäre toll. Also es ist einfach das, was mir jetzt so durch meinen Geist oder durch mein Bewusstsein rieselt. Die drei Schicksalskarten, ich habe sie aufgedeckt. Hier ist ein freudiges Erwachen, das ist die romantische Liebe. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wunsch nach Vereinigung, nach dem Verliebtsein oder sich neu verlieben. Der große Geist liegt hier in der Mitte, das große Glück, der große Segen. Und ich weiß nicht, es kann sein, dass es für ein anderes Haus steht, für ein Arbeitshaus, für das öffentliche Haus der Politik, für Wirtschaft oder Schule. Es kann auch für Gerechtigkeit und Ausgleich stehen oder eben den Wandel, dass man sich auf die Reise begibt und in ein neues Heim zieht, dass man sich einfach wirklich verändert und mehr in diese Gemeinschaft hineinwächst. Es ist auf jeden Fall zunächst einmal eine sehr, sehr kraftvolle und freudige Energie. Und vielleicht fragst du dich ja jetzt schon, wie kann der Tod mit Freude ja in Verbindung stehen? Aber ja, doch, das Loslassen von einem alten Paradigma und vielleicht auch von dem, was wir glauben, was Liebe ist. Denn ich habe schon die ersten Karten, die ich jetzt hier auslege. Es bedeutet, dass wir hier zu Anfang des Monats, ja, einen alten Schmerz, eine alte Wunde loslassen, vielleicht auch Traumata loslassen, das ist möglich, und mehr in diese Liebe hineinkommen. Wir übernehmen die Verantwortung für uns selbst, die weibliche Kraft gewinnt hier an Stärke, kleine freudige Momente. Das sind ja auch die Momente im März, ja, das ist der Frühling, der da an zu sprießen fängt, der sowieso mehr Licht in die Räume bringt, der wo dann auch hier oder dort das Erste so aus Mutter Erde herauskommt und uns einfach in der Seele erfreut. Unsere Häuser stehen Kopf, wir bekommen positive Nachrichten, vielleicht etwas Schönes, womit wir gar nicht gerechnet haben. Es könnte auch sowas sein wie der Durchbruch, ja, aus der Dunkelheit ins Licht. Doch sehe ich aber auch hier Verärgernisse, Ärgernisse, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, vielleicht auch mit den Alten, die nicht in der Lage sind, das Neue anzunehmen. Ja, vielleicht ist es so, dass manche schon ganz, ganz lange auf diesem Planeten sind und schon sehr viel gelernt haben, auch ihre Weisheiten wirklich von Belang sind, aber nicht bereit sind, auch dieses jungfräuliche, jugendliche Neue, was sich so in diesen, ja, in den Raum unserer Erde webt. Also wenn ich jetzt einfach mal meinen Blick erweitere, dann kann ich natürlich auch darauf schauen, dass ganz viele junge Menschen plötzlich wie Pilze aus der Erde sprießen und auch mit der Spiritualität in Verbindung gehen. Also ich sag mal mit der esoterischen Szene. Und dort auch ihre Weisheiten kundtun. Wie zum Beispiel eine Christina von Drein. Ich weiß noch, als ich sie damals gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Eigentlich erzählt sie ja das, was schon immer da ist. Also was mir auch bewusst ist und was ich auch in mir für mich gefühlt und gesehen habe. Und dennoch erzählt sie es auf eine ganz neue Art und Weise. Und du fragst dich, wo dieses junge Wesen denn genau diesen Anschluss an das Göttliche oder an die Wunder dieser Erde hat. Ja, vielleicht hat sich ein Teil ihrer Seele von Anfang an erinnert, wohingegen wir Alten, also da zähle ich mich zu, ich bin schon Großmutter. Und bin sehr, sehr stolz darauf, ja, wo wir Alten eben halt lange für gearbeitet und gewirkt haben. Aber ich kann nur sagen, ihr alten Seelen, die auch vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten sind im Alter, lasst die Paradigmen los, es gibt noch so viel Schönes, Neues zu erleben. Und es ist nicht einfach, ja, weil manchmal ist es so, je älter man wird, umso stumpfer wird man in seinem Bewusstsein und so weniger kann man sich auf das Neue einlassen. Vor allen Dingen, wenn das Altbewährte ja irgendwie gut funktioniert und das die Lösung für alle Dinge ist. Aber es könnte sein, dass sich hier der ein oder andere gewarnt fühlt oder in Konkurrenz geht. Das wird losgelassen werden müssen. Ja, und dazu habe ich habe eben ganz spontan, ich habe das Buch der 13 Original-Clan-Mütter, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es noch lesen.
Und mal schauen, wie sich das mit den großen Müttern oder mit dem, was ich für mich so, ja, in Erfahrung habe oder in Erinnerung habe, wie sich das deckt. Und jetzt habe ich einfach eine Seite aufgeschlagen, weil ich dachte, ich liebe den Geist der Bibliothek und mag es manchmal einfach ein Buch zu öffnen und zu schauen, was ist der erste Satz, der mir ins Auge fällt. Und der ist für mich dann auch ein wunderschönes Geleit. Diese Spontanität ist auch wichtig. Alte Pläne werden hier, ich lese gleich diesen Satz vor, alte Pläne werden hier kurzfristig über Bord geworfen. Das fühlt sich komisch an, weil man sich vielleicht nicht darin bewegen kann. Aber es ist auch so etwas wie, als wenn das alte Karma sich löst, damit eben halt jetzt das, was ansteht, auch gelebt werden kann. Zu diesem wunderschönen Satz, den ich hier gefunden habe. Eigentlich ist es ein Segen. Mutter Fledermaus, erhöre mein Singen. In dieses Schoßes Höhle, schwing dich auf aus der Dunkelheit, damit dieses Kind bald lebt. Fluss des Lebens, ihr Wasser, o kommt, helft und bereitet diesem Kind seinen Weg. Mutter Fledermaus, Symbol der Wiedergeburt, was aufgehalten wurde, gib es frei. Ist das nicht magisch? Ja, ich finde, das passt ganz gut, weil die Fledermaus, die kenne ich auch von Grandfather Flies in the Dark. Das ist eine wunderbare Medizin, wo man seine Ängste überwindet, das heilige Medizinrad öffnet und dann in die Höhle hineintaucht und durch die Dunkelheit und durch die großen Fledermausschwärme hindurch muss, um eben halt das Licht in der Dunkelheit zu erkennen. Ja, hier ist es ein bisschen so von der Mitte des Monats an, wo ich sage, da kommen noch mal Emotionen hoch. Vielleicht sind auch Dinge da, die wir erkennen müssen, dass wir einem falschen Pfad gefolgt sind in der Vergangenheit. Und dass das dazu geführt hat, dass also so eine permanente Traurigkeit in der Menschheitsfamilie sich angestaut hat, und zwar im Herzbereich. Und wenn das Herz mit Traurigkeit oder mit anderen Emotionen, die niederer Struktur sind, gedeckelt ist, dann macht man sich ganz viele Sorgen und zumeist auch unbegründete Sorgen um das, was sich dann im Feld auch so zeigt. Letzten Endes ist unser Herz unser Magnet, unser heiliger Magnet, dort wohnt unser heiliges Licht, und hier kreieren wir auch in Kombination mit unserem Sakralchakra. Deshalb sind die Wasser so wichtig, dass die Wasser klar und rein sind und dass sie fließen und dass wir fließen, dass wir also wirklich hier spontan sind. Also ärgere dich nicht darüber, wenn du hier in diesem Monat oft Spontanität als oberstes Gebot nehmen musst und sagen darfst, okay, vielleicht mache ich meine Pläne, aber die Welt oder der Moment des So-Seins beschert mir hier einfach was anderes. Es könnte dich auch sehr traurig machen, weil du vielleicht in der Vergangenheit viel da rein investiert hast, in deine Entwicklung, in dein So-Sein. Aber wisse, dass das alles hier zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle jener ist, ja, die diesen Planeten gerade besiedeln. Es ist ein Monat der Liebe und er fängt wirklich stark und fröhlich und ja, so romantisch auch an. Ja, da ist mit ganz, ganz viel Liebe, also so eine ganz starke Liebeskraft, wo ich nur sagen kann, nutze sie, genieße sie, schwelge darin und denk nicht gleich an morgen. Denk nicht daran, okay, da kommt hier noch was auf mich zu und das darf ich noch klären. Das hat auch wieder etwas mit alten Leben zu tun, die in dein heutiges Leben, aber auch mit der Ahnenlinie zu tun, mit diesen Traumata der Ahnen zu tun, die in dein heutiges Leben hineinfließen und deshalb den Fluss des Lebens zum Stocken und zum Erstarren bringen. Und du kannst dir gut vorstellen, was das bedeutet, wenn der heilige Fluss nicht mehr fließt. Ja, dann wird das Wasser faul und modrig und es beginnt alles zu stinken und zu vergehen. Und ja, es darf sterben. Dennoch ist es wichtig, egal was hier stirbt, also ich glaube es nicht, dass es der physische Tod ist. Aber wir wissen nicht, was sein wird, ja.
Es hat auch ein bisschen mit der Ferne zu tun. Sprich, es muss nicht direkt an deinem Haus sein oder an dem Ort sein, wo du lebst, sondern es kann auch in der großen, weiten Welt sein. Dass dort Dinge zugange sind, die dein Herz so nicht verkraften oder auch vertragen kann. Deshalb bleibe du im Licht, bleibe du in der Kraft und schau, was kannst du tun. Das ist schon eine wundervolle Energie, die auch der Dunkelheit entgegentreten kann. Ich hatte einen Traum, also einen Albtraum und bin daraus erwacht und das war wirklich sehr bedrohlich für mich und mein Gefühl und ich habe selten solche Träume. Ich habe eher Medizinträume, aber für mich war ganz klar, ich rufe jetzt hier meine Verbündeten, ich rufe meine geistigen Helfer, ich rufe die Engelwesen und die aufgestiegenen Meister und bitte darum, dass sie die Dunkelheit vertreiben mögen, dass die Ängste vertrieben werden, dass die zurückgehen ins Feld der Illusion, damit ich mein Licht leuchten kann und auch meinem Medizinpfad folgen kann. Und ich sehe mich auch immer ein bisschen als Kollektiv, also so quasi als Seismograf, der die Energien, die gerade so in der Welt sind, aufnimmt und wahrnimmt. Ich mache es auf die einfache Art und fühle einfach, was dann so kommt. Aber lass uns mal weitergehen. Es sind kurzfristige Energien, die hier immer einwirken und die vielleicht kurzfristig immer wieder versuchen, den Menschen oder die Seele nach unten zu ziehen. Das wird aber nicht gelingen. 1, 2, 3, 4, 5. Also die Sorgen sind unbegründet. Alles, was unten in der Reihe liegt, in den Schicksalskarten, ist positiv. Es bedeutet, hier wird auch deine handelnde Kraft, deine verantwortungsvolle Kraft aktiviert. Auch wieder die männliche Kraft wird aktiviert. Es heißt, wir sind aufgefordert, das, wofür wir uns vorbereitet haben, also ich sag mal, die Kräfte, die wir gesammelt haben, die Weisheiten, die wir gesammelt haben, die wir dem großen Geist gewidmet haben, als spirituelle Führer, als Lehrer und Lehrerinnen, als Mediums, als Heiler und Heilerinnen, was auch immer hier da ist, dass wir diese guten Gaben jetzt auch in diese Dunkelheit hineinfließen lassen, damit sie die Dunkelheit aufbrechen. Ihr wisst doch, dieses Beispiel, zünde ein Zündholz in einem dunklen Raum und du wirst das Licht in diesen Raum bringen. Das Licht ist stärker und genau das wird uns hier gezeigt. 2, 3, 4, 5. Es ist die Geburt von etwas Neuem und die wird stattfinden. Große Freude und große Kräfte. Das, was es materiell gibt, ja, hat einen anderen Wert. Es gibt einen anderen Wert, den Wert der Freude, der Wertschätzung, der Liebe, des Miteinanderteilens wird hier so viel größer werden. Das ist der Ausgleich, das ist die Gerechtigkeit, die hier fließen wird. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also direkt am Anfang bist du aufgefordert, diese weibliche Liebeskraft, diese nährende Liebeskraft in den Raum zu bringen. Es geht gar nicht um das da draußen, sondern es geht vor allem um das da drinnen. Schau, dass du deine eigene Dunkelheit in dir erlöst und befreist, dass du die Heilerin und den Heiler in dir wachrufst und gut für dich sorgst. Schau, dass du deine Intuition ausbildest, deine Intuition stärkst und dass du wieder aus den Dramen aufsteigst, wie der Adler nach oben, ja, und dann von oben nach unten dieses Licht bringst und diese Dunkelheit aufsprengst. Ärger und Verdruss, ja, gibt es. Das ist auch etwas, was uns vielleicht noch weiterhin begleiten wird. Dennoch ist es auch hier in der Befreiung ein alter, langer Schmerz von Trennung und Nichtverbindung, also Nichtgemeinschaft, der wird geklärt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Emotionen sind das Thema, die sind aber karmisch. Du lebst also teilweise das deiner Väter und Urväter, deiner Mutter und deiner Urmütter. Und das gehört dir nicht. Lass es einfach los. Kreisende Gedanken sind Illusionen. Wenn du merkst, du stockst in deinen Gedanken, dann sag dir vielleicht, ich beobachte meine Gedanken, ich beobachte meine Gedanken. Und dann ist der Denker ausgeschaltet. Zunächst einmal. Und dann nur einfach so, dass du da rauskommst, ja, dass du da nicht hängen bleibst. Und dann erlöse es, befreie es, gib es ab. Du musst nicht alles alleine tun. Du hast auch
Helfer, obwohl ich diesen Monat hier gar nicht so sehe, dass man so sehr in Verbindung ist, sondern dass es eher darum geht, hier nach innen zu schauen und innen zu klären. Was hier losgelassen wird, ist die Idee oder aber auch das Bewusstsein von Partnerschaft. So wie sie einmal war, wird sie nicht mehr funktionieren. Sie wird sich hier einer größeren Liebe öffnen. Paare werden tiefer und enger miteinander verbunden. Und zwar sehen beide hier mehr dieses göttliche Licht, diese göttliche Liebe, die jeder voneinander ist. Und auch diese Wertschätzung für das Miteinander ist da. Es könnte hier sein, dass im März Paare zusammenkommen, die schon einmal zusammen waren. Und das wird natürlich alles wieder verändern. Das, was gewesen ist, was ihr vielleicht vorher gelebt habt, hat sich transformiert und hat sich erneuert. Und wir als Menschenfamilie oder ihr könnt jetzt so viel mehr erkennen, wie wundervoll es ist, einen wunderbaren Partner zu haben, den man von Herzen liebt und auf den man sich verlassen kann. Und die Werte von Sexualität werden hier, so wie ich das sehe, ja, zurückgegeben an das, ja, was es, also auch wieder an das große Feld. Da wurde nicht gelebt, was der wahren sexuellen Vereinigung innewohnt. Also dieses Wunder und auch die Magie, also nicht nur das Zeugen eines Kindes, sondern das Erschaffen von unserer Welt. Wie kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn Mann und Frau oder wenn Liebespaare ineinander so vereint sind und so miteinander verschmolzen sind, dass alles um sie herum plötzlich nur noch Licht und Liebe ist. Wer verliebt ist, weiß, wir brauchen nichts mehr zu essen, wir brauchen gar nichts mehr. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als diese Liebe zu leben. Aber die Abhängigkeiten, die damit in Verbindung standen, die sind hier dem Göttlichen übergeben und auch befreit. Das sind alte Karmen. Ja, unter anderem sowas wie der Glaubenssatz, eine Frau ist nur eine gute Frau, wenn sie einen Mann hat, und ein Mann ist nur ein guter Mann, wenn er eine Frau hat. Ja, das sind Sachen, wir sind schon in uns ganz und heil, das werden wir erkennen. Und wenn wir dann als diese Heilen für sich, ja, in die Eigenverantwortung zurückgekommenen Wesen aufeinandertreffen, dann wird hier ein ganz neues Paradigma herrschen. Und dann sind wir auch in der Lage, wenn wir das männlich-weibliche, auch das Yin und Yang in uns vereint haben, dem Leben voller Kraft entgegenzugehen. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass die äußere Welt, also hier Behörde, Amt, Politik, Beruf, Berufung, Ärzteschaft oder so, in der Erneuerung ist. Es ist irgendwie so, als wenn sie nochmal so an uns ziehen und wollen uns in das alte Dogma hineinziehen und uns in Abhängigkeit halten. Das ist im Aufbrechen. Das ist im Aufbrechen. Also besorgt euch da nicht oder seid nicht besorgt oder seid du nicht besorgt. Sei nicht traurig. Es ist gut, dass es an die Oberfläche kommt und auch das, was man uns hat weismachen wollen, jetzt eben halt einen neuen Platz, einen neuen Status bekommt. Meine Lieben, das ist der Monat März 2024 und er ist mir schon fast ein bisschen zweigeteilt, wo man sagt, auf der einen Seite ist dieses wundervolle, große Licht, die große Freude, die unglaubliche, unbändige, göttliche Kraft und das Wunder und auf der anderen Seite die Dunkelheit. Und das wird sich begegnen und das kann sich dann auch auflösen. Ich wünsche dir eine wundervolle dritte Rauhnacht und einen zauberschönen März. Aho.